Systemaktivierung erforderlich. Tor ab 31. Oktober. Zugriff verweigert. Gottes Donners. Verweigert. Sohn von Odin. Verweigert. Stärkster Avenger. Verweigert. Banner. Willkommen, stärkster Avenger. Was? Tor. Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Du musst Hela sein. Ich bin Thor, Sohn von Odin. Wirklich? Du siehst gar nicht aus wie er. Vielleicht können wir zu einer Einigung kommen. Du klingst wie er. Kniet nieder. Wie war das bitte? Kniet nieder. Vor eurer Königin. Kannst du vergessen. Das ist nicht möglich. Schätzchen, du hast ja keine Ahnung, was möglich ist. Es ist ja so viel passiert seit unserem letzten Treffen. Hab meinen Hammer verloren. Das war es gestern also. Der Schmerz ist noch ziemlich frisch. Loki ist am Leben. Ist das zu fassen? Er ist da oben. Loki, sieh mal, wer hier ist. Du sitzt auf meinem Thron. Sie ist stärker als wir beide. Wir müssen sie stoppen. Ich bin weder Königin noch Monster. Ich bin die Göttin des Todes. Du bist das Allerletzte. Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Ich weiß genau, was ihr denkt. Wie konnte das nur passieren? Nun ja. Das ist eine lange Geschichte. Asgard ist tot. Hey, hier. Was hast du mir heute gebracht? Sag es mir. Ein Herausforderer. Es folgt die Hauptattraktion. Und jetzt präsentiere ich euch den unglaublichen Ja! Wir kennen uns! Er ist ein Freund aus der Arbeit! Ach, komm schon! Thor, Tag der Entscheidung. Mir wurde zugetragen, dass ihr nicht wisst, wer ich bin. Ich bin die Göttin des Todes! Also, wir müssen sie stoppen, hier und jetzt. Das ist Wahnsinn. Hast du einen besseren Plan? Nein. Wir machen's. Und los geht's! Ja! Wir stehen die Chancen, das zu überleben. Hauptsache ist doch, wir haben Spaß. Hoch die Tassen. Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Oh, wie mir das gefehlt hat. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen sie stoppen, weil es das ist, was Helden tun. Ab 31. Oktober. Und los geht's! Brauchst du keinen Hammer?
um ein Held zu sein. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Ja, ähnlich. Hulk ist wie Feuer, Thor ist wie Wasser. Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Hela hat Asgard überfallen. Ab 31. Oktober. Ich stelle ein Team zusammen. Ah! Thor. Loki. Überraschung. Valkyrie. Hulk. Kein Team, nur Hulk. Ah! Loki, sieh mal, wer hier ist. Ich muss von diesem Planeten runter. Thor, Tag der Entscheidung. Im Kino. So viel ist es geschehen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe meinen Hammer verloren. Das war erst gestern, also der Schmerz ist noch ziemlich frisch. Und dann ging ich auf eine Reise, um mich selbst wiederzufinden. Auf der ich dich traf. Wo sind wir? Das wirst du nicht glauben. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Oh, wie mir das gefehlt hat. Und wir haben gegeneinander gekämpft. Habe ich gewonnen? Nein, ich habe gewonnen. Ganz einfach. Glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Asgard ist tot. Und es wird wiedergeboren nach meinen Vorstellungen. Ich dachte, ihr freut euch, mich zu sehen. Wir müssen sie hier und jetzt aufhalten, um Ragnarök, den Kampf der Götter, zu verhindern. Das Ende von allem. Also stelle ich ein Team zusammen. Wie in alten Zeiten. Überraschung. Das wird ein Riesenspaß. Hallo. Hi. Er ist ein Kämpfer. Und los geht's! Ich bin weder Königin noch Monster. Ich bin die Göttin des Todes. Welcher Gott warst du nochmal? Thor, Tag der Entscheidung. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Einfach zwei hitzköpfige Trottel. Ja, ähnlich. Hulk ist wie Feuer, Thor ist wie Wasser. Naja, eigentlich sind wir beide wie Feuer. Hulk ist wie ein echter Feuersturm, Thor ist wie eine lodernde Glut. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Ich habe meine Heimat verloren. Mein Hammer ist auch futsch. Und was ist mit deinen Haaren passiert? Steht dir? Ja, findest du? Wir müssen sie hier und jetzt aufhalten. Also stelle ich ein Team zusammen. Hi. Dein Team. Hat es einen Namen? Wir Revengers. Revengers? Ich meine, wir müssen keinen Namen haben. Wir können auch keinen haben. Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Und wir haben gegeneinander gekämpft. Habe ich gewonnen? Nein, ich habe gewonnen, ganz einfach. Glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Wir müssen sie hier und jetzt aufhalten. Also stelle ich ein Team zusammen. Hi. Los geht's! Ich bin die Göttin des Todes. Welcher Gott warst du nochmal? Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Asgard ist tot. Was hast du mir heute gebracht? Ein Herausforderer. Und jetzt präsentiere ich euch den unglaublichen... Er ist ein Freund aus der Arbeit! Ach, komm schon! Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Asgard ist tot. Was hast du mir heute gebracht? Ein Herausforderer. Und jetzt präsentiere ich euch den unglaublichen... Er ist ein Freund aus der Arbeit! Ach, komm schon! Thor, Tag der Entscheidung.
Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Wir haben gegeneinander gekämpft. Habe ich gewonnen? Nein, ich habe gewonnen. Ganz einfach. Glaube ich nicht. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Ich werde sie aufhalten. Allein? Nein, ich stelle ein Team zusammen. Er ist ein Kämpfer. Überraschung. Au. Hi. Thor, Tag der Entscheidung. Ab 31. Oktober im Kino. Hela ist die Göttin des Todes und es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, sie zu spielen. Oh, wie mir das gefehlt hat. Hela ist der erste weibliche Bösewicht in einem Marvel-Film und Kate ist so gar kein typischer Bösewicht. Kniet nieder vor eurer Königin. Es war toll, mit Kate Blanchett zu arbeiten. Ich war sehr gespannt, was sie machen würde. Hela hat diese verrückt unkonventionelle Art. Du siehst aus wie ein cleveres Bürschchen. Hast du Interesse an einem Job? Ich finde, die besten Bösewichte sind die, die man dafür hasst, was sie tun, aber es auch irgendwie versteht. Es steckt eine Logik dahinter. Sie will zurück nach Hause, akzeptiert werden und sie will das, was ihr gehört. Du sitzt auf meinem Thron. Glaub mir, ich fände es toll, wenn jemand anders regieren würde, aber du auf keinen Fall, denn du bist das. Allerletztlich. Das Tollste war, mit anderen zu kämpfen. Es hat echt Spaß gemacht. Ich muss nicht groß reden. Ich kann einfach eine Axt nach jemandem werfen. Das war gut. Thor, Tag der Entscheidung. Wo sind wir? Du hast ja keine Ahnung. In diesem Film wollten wir auf das Wesentliche zurück und noch mehr Spaß dabei haben. Taika hatte genau dieselbe Idee. Wir meinten beide, es ist Ragnarök, der Kampf der Götter. Legen wir noch was drauf. Mit Ragnarök beginnt alles neu. In allen neuen Welten, dem ganzen Universum. Die Zerstörung des Alten und die Wiedergeburt des Neuen. Das finde ich wirklich spannend. Überraschung! Das wird ein Riesenspaß. Meine Herangehensweise war, alles zu erneuern. You look great, dude. You've got a thunder. Totally, I think. Ich denke, es ist genau die richtige Mischung, die diese Figur und die Geschichte braucht. Andere Kostüme, andere Waffen, andere Figuren. Das gibt dem Ganzen eine neue Energie. Ja! Thor steckt in einer Krise. Er ging nie nach Asgard zurück, um den Thron zu beanspruchen. Er suchte das Abenteuer. Wenn wir ihn wiedersehen, ist er am Ende seiner Reise zu sich selbst. Ich wollte das Publikum unterhalten und etwas Humor einbauen. Ein Abenteuer, bei dem die Menschen lachen können, das aber trotzdem spektakulär und spannend ist. Er ist ein Kämpfer. Thor, Tag der Entscheidung.